Johannes, bin ich heute nicht alleine. Ich habe einen Ehrengast bei mir, den Lars. Hallo. Das ist mein Vater und der macht heute mit uns eine Einheit zum Thema Chairskates. Nicht freiwillig. Wir fangen direkt an mit einem Warm-up und zwar kreisen wir unsere Schultern. Als erstes rückwärts. Und jetzt vorwärts. Ja. So, dann rotieren wir einmal mit dem Oberkörper, einmal nach links drehen, in die Dehnung und halten. Nach rechts. Nochmal nach links. Und noch einmal nach rechts. Ich würde sagen, wir legen jetzt mit den Übungen los. Ihr könnt es einfach bei euch auf der Straße oder in der Einfahrt machen, wo auch immer ihr Platz habt. Im Rollstuhl auf jeden Fall. Wenn ihr im Zimmer Platz habt, könnt ihr es natürlich auch bei euch in der Wohnung machen. Je nachdem, wo ihr die Möglichkeiten habt, euch zu bewegen. Die erste Übung ist auf der Stelle und zwar dreht ihr euch nach links, wieder nach vorne und wieder nach rechts. Das Ganze explosiv und dann legen wir los. Super machst du das, Lars. Danke. Schön. Als nächstes fahren wir ein Christmas Tree. Das heißt, ihr fahrt immer diagonal zwei Pushes nach vorne. Bleibt stehen, macht einen Push zurück, dreht euch dann und macht das Ganze in die andere Richtung. Zwei Pushes nach vorne, einer zurück. Versucht möglichst auf engem Raum zu bleiben, dass ihr schnelle Pushes nach vorne macht, aber kurze und nach hinten in etwas längeren. Okay? Bist du bereit, Lars? Ich bin bereit. Dann legen wir los. Hey, das hat mächtig platziert. Vorsicht! Okay. Sehr gut, Lars. Danke. Weiter geht's mit der nächsten Übung. Jetzt zieht ihr zweimal nach vorne. Dreht euch dann auf der Stelle und zieht zweimal wieder nach hinten zurück. Aber beides vorwärts. Also zwei nach vorne, drehen und zwei wieder zurück. Und der ein oder andere, die haben wir schon mal gemacht und zwar fahren wir auf der Stelle. Das heißt, ihr macht nur die Bewegung so schnell wie ihr könnt und bleibt dabei einfach stehen. Also am Greifreifen entlang, ein bisschen nach vorne lehnen, so als würdest du richtig schnell fahren lassen. Du musst gar nicht berühren. Du musst bremsen, das machen wir gleich schnell. Nein, du kannst nur so bewegen. So schnell wie du kannst. Ich bewege mich auch. Sieht das aus? Ist uns alles klar, ja?
Sandschränke. Für die nächste Übung braucht ihr ein klein bisschen mehr Platz, deswegen habe ich den Lars mal ein bisschen abgeschoben. Der macht das da vorne, sieht man jetzt nicht mehr ganz. Wir fahren jetzt sozusagen in einem Kreis entlang, wie bei einer Uhr. Ich fahre zur 12 Uhr nach vorne, dann ziehe ich zurück, hier hin und hier hin wieder zurück. Also wieder auf 12 Uhr, rückwärts, wieder vorwärts und wieder rückwärts. Sodass ihr sozusagen an der Uhr entlang immer so eine Viertelstunde sozusagen ankommt. Los geht's. Könnt ihr natürlich auch noch in die andere Richtung machen. Also sozusagen genauso nur gegen den Uhrzeigersinn. Für die nächste Übung kann ich den Lars wieder sehr gut gebrauchen. Wenn ihr keinen Partner zu Hause zufällig da habt, könnt ihr auch einen Stuhl nehmen oder irgendwie eine Kiste, um die herumfahren könnt, weil wir machen jetzt U-Turns. Die gehen so, dass ihr nach hinten zieht. Lars bleibt stehen. Ja. Einmal nach hinten ziehen, hinter dem Stuhl oder hier in dem Fall hinter Lars eine Drehung machen. Und wieder hier auskommt. Das Ganze in die andere Richtung wieder zurück. Okay, los geht's. Noch einer und Pause. Jetzt könnt ihr natürlich wechseln, sodass Lars jetzt um mich rumfahren würde. Aber das machen wir euch jetzt nicht mal vor, das könnt ihr selber machen. Als nächstes machen wir jetzt was mit alternierenden Händen. Das heißt, ihr schiebt abwechselnd und zwar drei Schübe. 1, 2, 3 und zurück. 1, 2, 3 und zurück. Achtet darauf, dass ihr mal mit der linken Hand anfangt zu schieben und mal mit der rechten Hand. Okay, verstanden? Ja, verstanden. Dann legen wir los. Okay. Für die letzte Übung könnt ihr euch einen kleinen Slalom aufbauen. Das könnt ihr mit Wasserflaschen machen oder mit Pylonen. Und da müsst ihr natürlich auch gucken, wie viel Platz ihr zur Verfügung habt. Wir haben jetzt zum Glück etwas Raum und können deswegen mit 3 Tassen einen kleinen Slalom aufbauen. Da müsst ihr natürlich schauen, dass die Abstände nicht zu weit sind, sodass ihr dazwischen durchpasst, aber auch nicht zu groß, sonst wird es ja langweilig. Ja, Lars, dann leg mal los. Einfach rum? Einfach durch den Slalom durch, immer um jede Tasse herum und wieder zurück. Wenn ihr mit mehreren seid, könnt ihr natürlich auch kleine Spielchen machen, Wettrennen, wer am schnellsten ist. Lisa, mache ich das gut so? Du machst das super da. Ja, toll. Schön. Gut gemacht. Super. Ihr habt es geschafft mit dem Workout. Wir kommen noch ein bisschen runter, machen noch 2 Dehnübungen. Zum einen wieder das Schultern kreisen. Erstmal nach hinten. Und nach vorne.
Und dann dehnen wir noch einmal Brustmuskulatur, indem ihr die Arme anwinkelt und immer nach vorne zusammenkommt und dann nach hinten rausstreckt. Und wieder nach vorne und nach hinten. Dabei warst, Lars, und auch, dass ihr wieder dabei wart. Dann wünsche ich euch eine gute Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.